aus dem ersten Teil. Und jetzt steht da der Jäger. Hi Spyro, Ripto hat diese Brücke zerstört. Du musst also hinübergleiten. Drück die X-Taste zum Springen, drück dann nochmal X, während du in der Luft bist, um zu gleiten. Ja, ich glaube, darauf haben sich jetzt schon einige Leute gefreut. Auf Gleiten! Kann man das nochmal hören? Vergiss nicht, die X-Taste einmal zu drücken, um zu springen, und ein zweites Mal, wenn du gleiten willst. Gleiten willst! Ja, dann machen wir das halt mal. Dann gleiten wir hier rüber. Und sammeln noch ein paar Sachen auf. Geh mir aus dem Weg, du Schaf. Sparks, die Libelle, die dir folgt, ist deine Gesundheitsanzeige, Spyro. Je heller sie ist, desto mehr Treffer kannst du abwehren. Hatte Dennis nicht Probleme mit der CD? Der kam, glaube ich, nicht in Kolossus rein, meine ich. Da mache ich erstmal andere Levels. Oder der kam hier, wie heißt das? Götzenbach. Ich meine, es wäre Kolossus gewesen. Auf jeden Fall ist Götzenbach immer das erste Level gewesen, was ich gemacht habe. Da gibt es aber wirklich was, wo wir noch nicht hin können. Oder ich weiß nicht, wie viel das Tauchen kostet. Das müssen wir mal gucken. Bestimmt 700 oder so, oder 750. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Okay. Dann bringt uns jetzt Jäger erstmal das Gleiten bei. Hi Spyro, du siehst ziemlich fit aus. Stellen wir dich mal auf die Probe. Versuch die erste Stufe zu erreichen. Halt die X-Taste gedrückt, um länger in der Luft zu bleiben. Halt die Fresse. Okay, nicht schlecht. Für den nächsten Sprung musst du gleiten. Drück X zum Springen und drück nochmal X, wenn du am höchsten bist, um so weit wie möglich zu gleiten. Gleiten! Gut gemacht. Versuch jetzt zu schweben. Drück X zum Springen, dann nochmal X zum Gleiten und am Ende des Gleitens die Dreiecktaste zum Schweben. Durch Schweben gewinnst du mehr Höhe und kommst weiter. Ist gut. Ey, ich hab gedrückt. Direkt erstmal einen Frosch umbringen. Oh, 25. Na, dann machen wir erstmal hier weiter. Bei Kolossus ist auch noch was. Falsche Richtung gedreht. Oh, Störung ist so direkt, ne? Ist unfassbar. So, jetzt wollen wir wieder zu unserem liebsten Freund. Um zu schweben, drück während. Ja, ist gut. Ich will das nicht wissen. Um zu schweben. Ist gut. Oh, das kann doch nicht sein. Ist eine Verzögerung drin oder was? Ihr könnt es ja, obwohl. Doch, wenn ich es gut synchronisiere, dann könnte es. Ich drück mal. Ich glaube, es ist eine Verzögerung drin. Oh, jetzt komm ich. Ey! Um zu schweben. Lauf du da erstmal rüber, genau. Laber mich nicht voll, du Spacken. Um zu schweben. So, jetzt aber. Sehr gut.
Jetzt zum schwersten aller Sprünge. Hierbei musst du alles geben, was du hast. Geh los, spring, gleite und schwebe, kurz bevor du den Rand der Plattform erreichst. Vergiss nicht, mit den Richtungstasten oder dem Analog-Joystick vorwärts zu drücken, während du schwebst. Ja. Wow, du bist ein ziemlich guter Sportler. Hätte ich meine Turnschuhe bloß nicht verloren. Ich würde dich richtig herausfordern. Hier hast du erstmal eine Kugel für deine Sammlung. Dankeschön, Jäger. Hast du was zu sagen? Ich mache gerade eine Pause. Ich muss mich für das große Rennen auf dem Ozeanring ausruhen. Ja. Gut. Dann wären wir soweit. Wir könnten... Obwohl, nee, wir fragen hier erstmal den Spacken, wie viel kostet zu tauchen. Tut mir leid, Spyro. Ich würde dir gern beibringen, unter Wasser zu schwimmen. Aber noch lieber möchte ich deinen Schatz haben. 500. Oh, mir fehlt nur so wenig. Okay, dann gehen wir in Götzenbach. Hätten wir diese blöde Brücke nicht bezahlt, wäre es alles viel besser gewesen. Das ist doch putzig! Ich mag das Level und vor allem, wie schnell die PlayStation das alles lädt, ne? Das ist unfassbar. Ja, wir können hier noch nicht alles holen, leider. Aber wir holen so viel wie möglich. Komm, erzähl uns mal was. Spyro, die Götzenköpfe, die wir schnitzen, sind lebendig. Sie haben uns aus unseren Tempeln ausgesperrt und unser Essen gestohlen. Das Essen ist das Schlimmste. Vor allem gibt es da lecker Marshmallows, die brennen. So. Ich habe mich schon immer gefragt, was das hier für Viecher sind. Wie so Käfers oder so. Auf jeden Fall tanzen die. Tanz nochmal, komm. Bin ja zu blöd, um die Viecher zu töten. Das hier ist ein spaßiges Spiel, das mag ich. Aber das können wir auch erst später machen. Leider. Okay. Erzähl. Achso, wir haben ja den schon gelabert. Gut, dann gehen wir weiter. Die hauen sich, glaube ich, gegen den Kopf, gell? Ja. Ich finde das Level eigentlich an sich. Also, ich mag es nicht so. Aber ich finde die Menschen voll putzig. Also, oder. Viecher. Halt. Der mit seinem Würstchen da. Man spielt nicht mit Essen. Der hat so einen Schaschlik-Stick. Was ist da drauf? Tomate? Ein Pilz? Was ist das in der Mitte? Sieht ein bisschen aus wie eine Nuss. Vielleicht ist es auch Fleisch. Könnte ich mir mal ruhig das Rezept von geben. So, dann geht's schon weiter. Oh. Diese Metallschilde machen Gegner unverwundbar gegen deinen Feuerstrahl. Wenn du die Quadrattaste gedrückt hältst, kannst du sie durch Umstoßen besiegen. Hm, ist gut. So. Ach ja. Ach, ich habe mich schon irgendwie voll auf das Spiel gefreut. Ich konnte es nur leider nicht aufnehmen, weil ich das Spiel nicht hatte, weil ich war ja mal damals so dumm und habe meine ganzen PlayStation 1-Spiele verkauft. Außer eben.
Wichtigste, natürlich. Ich hatte das irgendwie von meinem Cousin, die Schwester oder so. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das meine Cousine ist. Egal. Auf jeden Fall von meinem Cousin, die Schwester. Hey, ist das die Schwester? Nee, das ist nicht die Schwester. Ach egal, auf jeden Fall, der habe ich meine PlayStation-Spiele verkauft. Könnte ich mich für den Arsch beißen, dass ich das getan habe? Um die Kamera nach links oder rechts zu bewegen, drückt die L2 oder R2-Taste. Ja, ja. Und Ape haben wir nicht verkauft, weil das so brutal für das Mädel war. Und deswegen haben wir das halt nicht verkauft. Aber da war Crash bei, Spyro. Eigentlich alles. Also ich würde echt gerne nochmal die Zeit zurückdrehen. Vor allem hätte ich ja noch meine ganzen Demos und so, die ich auch gesucht habe. Und dann könnte ich auch nachgucken, von welchem Spiel ich damals Schiss hatte. Spyro, du bist ganz schön hart. Wenn du jemals einen festen Job brauchst, haben wir hier einen Platz für dich. Nimm jetzt erstmal diesen Talisman. Was haben wir jetzt? Ein Götzen! Ich fand den anderen aber schöner. So, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Ich weiß nicht, ob wir von da vorne noch irgendwo hinkommen. Auf jeden Fall geht da so ein Dings runter. Ich hoffe nicht. Weiter Weg. Hol dir den Kopf, genau. So. Jetzt haben wir noch den Weg nach links. Der ist nämlich schon ein bisschen größer. Ach, guck mal, wie er grinst. Gott, ist es nicht dein Ernst? Ich muss das auf jeden Fall ein bisschen früher drücken, alles. Das wird noch lustig bei dem Spiel, was ich da am Anfang gesagt habe. Muss nämlich ein bisschen mit Reaktionen arbeiten. Eigentlich. Da müssen wir ja hoch. Ist auf jeden Fall ein bisschen größer, das Level hier. Also aufwendiger, sag ich mal. Weil es halt mehrere Etagen hat. So, auf jeden Fall kommt jetzt nicht mehr so viel. Ein bisschen überschätzt. So, und jetzt noch hier der Dracady. Und die ballert, glaube ich, da vorne rein.
möchte so viel wie möglich aus dem Ding haben. So, die anderen sind alle runtergefallen.